Hallo Leute, mein Name ist Larry Gary, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video zu Grounded zeige ich euch, wie ihr eine 100% sichere Basis baut, gerade am Anfang und auch im Survival. Wenn ihr also davon genervt seid, dass ihr ständig angegriffen werdet und euch die ganze Zeit zur Wehr setzen müsst, dass die Ameisen euer Inventar stehlen, dann seid ihr hier genau richtig. Bevor wir mit dem Bau an sich starten, gebe ich euch einen kleinen Überblick, denn das Wichtigste an dieser Basis ist weniger die Art, wie sie gebaut ist, als mehr der Ort, wo sie gebaut ist. Dazu sehen wir uns hier einmal um. Ihr seht, ich bin an der Lampe, die direkt an der großen Eiche steht. Und hier werden wir auch unsere Basis errichten. Wir starten also damit, unseren ersten Floor, den ersten Boden, direkt am Ende dieses kleinen Zweigs zu platzieren. Über diesen kleinen Zweig, nur zur Info, können keine Ameisen laufen oder sonstige Käfer. Nichts wird euch hier oben in irgendeiner Form angreifen. Gelegentlich sind hier ein paar Fliegen, aber mit denen werdet ihr wohl fertig. Abgesehen davon, dass die Fliegen keine Dinge stehlen. Weiter setzen wir nun Floor an Floor, also Bodenplatte an Boden. Hier blende ich euch einmal ein, in welcher Form ich den Boden gebaut habe. Falls ihr die Basis genauso bauen wollt, könnt ihr die so gerne nachbauen. Ansonsten ist eure Kreativität gefragt. Baut wie ihr wollt, damit für den Fall der Fälle unsere Basis nicht bei einem Angriff direkt von dem Ast fällt, habe ich noch eine kleine Verankerung gebaut. Um die kümmern wir uns, wonach wir den Boden komplettiert haben. Damit wir natürlich auch bei Grounded alle die Normen erfüllen, die Deutschland uns so vorgibt und um unser Gewissen zu beruhigen, obwohl wir hier oben zu 100% sicher sind, wollen wir natürlich 200% sicher sein und deswegen bauen wir noch eine kleine Verankerung. Dazu wählt ihr die Wände aus und platziert sie am Anfang eurer Plattform so, wie ich es hier in diesem Video tue. Das Ganze dient dazu, um danach unten einen weiteren Floor einzuziehen, der wiederum mit dem Ast verbunden ist, damit wir direkt zwei Anknüpfpunkte an den Ast haben. Falls einer, warum auch immer, wieso auch immer, irgendwann mal den Geist aufgibt. Als nächstes verbinden wir die eben gebauten Wände mit der darunter liegenden Plattform über die dreieckigen Wände. Und ziehen eine Tür ein. Von hier an sind die zwei relevanten Sicherheitsaspekte direkt erfüllt. Alles weitere entspringt eurer oder meiner Kreativität. Ihr könnt gerne dabei bleiben und schauen, was ich gebaut habe. Die Festung lässt sich nicht nur gut verteidigen für den Fall der Fälle, die eintreten wird, sondern sie hat auch eine kleine Fluchtmöglichkeit über ein Spinnen-Bounce-Netz, die ich ganz cool finde. Kleine Info am Rande für euch. Ich arbeite derzeit noch an einem Video, in dem ich eine wunderschöne Basis baue. Ein richtig schönes Anwesen direkt am See gelegen, mit Bootsteg, mit allem drum und dran. Das wird auch in ein paar Tagen auf diesem Kanal erscheinen. Diese Festung, die wir hier gerade bauen, dient lediglich der Verteidigung und ist survival-friendly, braucht nicht sonderlich viele Rohstoffe, ist schnell zu bauen und ist sicher. Das heißt, ihr könnt von hier aus operieren, ohne die ganze Zeit zu befürchten, dass eure Basis angegriffen wird. Die Basis, die ich euch im nächsten Video zeigen werde, die wunderschöne, das schöne Anwesen, soll euch zeigen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr was Schönes baut, wie ihr eben das tut. Es würde mich sehr freuen, euch auch in diesem Video begrüßen zu dürfen und in den kommenden Let's Plays widmen wir uns wieder unserer Festung. Ihr habt es gesehen im Hintergrund. Wir haben ein paar Wände eingezogen und zwar an den drei am äußersten stehenden Plattformen. Als nächstes bauen wir neben den Eingang ein paar verstärkte Wände und an die daran grenzenden Ecken. Ebenso bauen wir einen Floor, also einen Boden bzw. ein Dach über den Eingang und über die daneben stehenden Wände. Das wird unsere Plattform, von der wir zukünftig aus Insekten jagen werden bzw. fliegen, die an der Lampe herumschwirren. Nun bauen wir die Treppe, mit der wir die Plattform erreichen und ziehen noch ein Fenster und eine Wand ein. Wir komplettieren die Plattform, auf der wir gleich laufen werden und ziehen in jeder Ecke eine von diesen Interieur-Dachstellen ein, diese mit Blättern belegten Dachdreiecke. Wir erweitern die Plattform, auf der wir laufen, bzw. das Dach unseres Hauses über die gesamte Fläche, mit Ausnahme der Stelle, wo wir an der Treppe hochlaufen. Die letzten zwei, drei Flächen lassen wir offen. Das wird unsere Absprungstelle auf unser Spinnennetz, um uns in der Not zu retten, die Not, die nie eintreffen wird. Nun platzieren wir ein bisschen für unser Interieur, das kleine Rack, auf dem wir Fleisch zum Trocknen aufhängen können, ebenso eine Werkbank, unser Schlafzelt, um die Nacht zu überspringen und zu speichern, ein paar Truhen. Und die Flammenstelle, die Feuerstelle. Auf dem Dach ist genug Platz, um einen Wasserbehälter und den Taukollektor zu bauen. Das Spinnennetz, an dem sich Wassertropfen sammeln, damit ihr immer frisches Trinkwasser habt. Ebenso ist genug Platz dahinter, um zwei Pilzbeete zu bauen, um auch ein bisschen Nahrung zu haben. Mit zwei dreieckigen Wänden verbinden wir das Ende, unsere Sprungzone, mit dem Hauswänden. Mit zwei dreieckigen Bodenflächen verbinden wir eben diese mit dem Hausboden. Wenn ihr einen festen Respawn-Point in der Nähe habt, springt ihr nun einmal hier runter, um zu sehen, wo ihr aufkommt. Dort werdet ihr die Spinnennetz-Bounce-Station bauen, mit der euch die Flucht ermöglicht wird. Für diese zieht ihr von dem Baumstamm aus einfach einen Boden ein und platziert darauf das Spinnenspringnetz.
Am besten geht ihr jetzt von oben einmal hoch und guckt, ob ihr auch wirklich darauf landet. Wieder auf unserer Plattform angekommen, ziehen wir noch zwei von diesen dreiecksschrägen Interieurwänden ein, verbinden diese in der Mitte mit zwei Floors und füllen die leeren Plätze mit dreieckigen Floors. Nun geht's ans Interieur. Frei wie ihr wollt, platziert ihr ein paar Lampen, welche euch gefallen, welche ihr euch craften könnt, je nachdem. Ebenso habe ich in diesem Fall einfach ein paar Stühle, eine Ausrüstungspuppe mit entsprechender Ausrüstung und ein paar weitere Kleinigkeiten platziert, ganz wie ihr wollt, spielt keine Rolle. Sinn macht es vielleicht noch, einen Trailmarker zu platzieren, exakt an der Stelle, an der ihr runterspringen müsst, um auf eurem Spinnennetz zu landen. Zum Beispiel merkt ihr euch, ihr müsst genau links von dem Marker springen. Gleichzeitig dient der Marker ja auch, um euer Haus wiederzufinden, wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr seid. Wie ihr seht, habt ihr in dieser wunderschönen kleinen Basis alles, was ihr braucht. Ihr müsst es nur halt erstmal den Ast hochschleppen, das könnte ein bisschen mühselig sein im Survival. Ihr habt Nahrung, ihr habt Trinken, ihr könnt eure Vorräte speichern, ihr könnt an die Werkbank, ihr könnt speichern, schlafen. Was will man mehr? Habt auch noch diesen schönen Ausguck vorne, falls doch mal irgendwas sein sollte, oder könnt von der Plattform generell Fliegen jagen. Den wunderschönen Ausblick an sich muss ich ja nicht erwähnen. Ihr seht es, sehr weitläufiger Blick, wunderschöne Landschaften, ein Traum. Mit einem Sprung in die Tiefe bedanke ich mich bei euch. Im Hintergrund sehen wir nochmal die sicherste Festung, die man im Survival bauen kann. Keine Ameisen, keine sonstigen Insekten. Das Einzige, was ihr jagen könnt, wenn ihr wollt, sind Fliegen. Und auch die werden euch nicht gefährlich. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, ich würde mich sehr freuen. Lasst doch gerne ein Like da oder einen Kommentar, alles um das Video zu pushen. Schau mir auch sehr gerne eure erstellten Festungen an, postet den Link einfach in die Kommentare. Und wie gesagt, ich erinnere euch doch gerne nochmal an das kommende Video, wo es darum geht, eine richtig schöne Basis zu bauen, ein richtig schönes Anwesen. Seid dabei. Schön, dass ihr mal wieder mit dabei wart. Euer Larry Gary. Haut rein. Deine Mutter hat es immer gewusst. Aus dir wird nichts mehr. Aus dir wird nichts mehr. Ihr seht schwarz.